wie stelle ich einen Tilgungsplan auf? Wichtig dabei ist, wenn ich es tabellarisch eben darstellen möchte, sämtliche Werte, die ich gegeben habe, so wie bei dem Beispiel eben, wir nehmen 100.000 Euro Kredit auf, das heißt im 0. Jahr habe ich eben eine Restschuld von 100.000 Euro. Des Weiteren sind unsere Annuitäten eben aufgelistet, hier abgekürzt mit 30 für 30.000 und so weiter. Im 2. Jahr zahlen wir 25.000 noch, dann wieder 30.000, 4., 5. Jahr und so weiter. Das trage ich oder übertrage ich auch in die Tabelle und eben genauso, wie es hier dargestellt ist. Nach dem 1. Jahr zahle ich 30.000 zurück. Dann fange ich an berechnen, gehe da Schritt für Schritt vor, überlege mir, ich habe eine Schuld von 100.000 Euro, für die muss ich 6% Zinsen zahlen, somit zahle ich am Ende vom 1. Jahr natürlich 6.000 Euro Zinsen. Wenn ich eine Annuität von 30.000 habe, zahle ich ja 30.000 zurück, dafür werden aber 6.000 für die Zinsen aufgewendet, somit habe ich eine Tilgung nach dem 1. Jahr von lediglich 24.000 Euro. Und somit bleibt mir auch die Restschuld, eben 100.000 minus die 24.000, was dann 76.000 ist. Und so geht das jetzt weiter, eben Schritt für Schritt. Am Ende vom 2. Jahr habe ich 76.000 Euro Schulden, für die muss ich aber für ein Jahr lang Zinsen zahlen, eben wieder mal 6%. Das sind 4.560 Euro Zinsen, was ich zahle für die 76.000. Und zahle 25.000 zurück am Ende vom 2. Jahr, somit bleiben für die Tilgung eben nur 20.440 übrig. Diese 20.440 verringern jetzt natürlich meine Restschuld. Und ich komme dann auf einen Wert von 55.560 am Ende vom 2. Jahr. Und beziehungsweise vom 3. Jahr. Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Jetzt für diesen Rest, für diese Restschuld zahle ich ja wieder für ein Jahr lang 6% Zinsen, was dann 3.333,60 ausmacht und ich zahle 30.000 zurück, somit habe ich als Tilgung ja lediglich 26.666,40 zur Verfügung. Diese Tilgung verringert wieder meinen Restwert auf 28.893,60. Für diese Restschuld am Ende vom 3. Jahr zahle ich wieder im 4. Jahr quasi Zinsen. Das sind dann 1.733,6. Zahle aber 0 zurück. Jetzt muss ich als Tilgung quasi formhalber eben sagen, okay, die Tilgung macht jetzt eben negativen Wert aus und genau den Wert der Zinsen. Und um diesen Wert steigt ja meine Restschuld wieder, weil ich zahle ja nichts zurück, aber Zinsen muss ich ja zahlen und dann habe ich eben eine Restschuld hier von 30.627,22 am Ende vom 4. Jahr. Im 5. Jahr zahle ich wieder nichts zurück, muss jetzt aber von der Restschuld eben wieder 6% Zinsen zahlen. Das sind 1.837,60. Auch hier wieder Annuität 0, somit Tilgung negativ. Genau den Zinswert eben, 60. Und um diesen Wert erhöht sich jetzt natürlich meine Restschuld wieder und es bleibt 32.464,85 als Restschuld am Ende vom 5. Jahr. Jetzt habe ich eine Restschuld von 32.000, für die muss ich wieder Zinsen zahlen, 6%. Und jetzt habe ich aber auch wieder Annuität, das heißt hier wird eben dann meine Zinsen eingetragen und eben die Tilgung, was ich habe. Und am Ende sollte eben eine Annuität von 5.912 herauskommen und ein Restwert von 0.